Hallo und herzlich willkommen zu The Order 1886. Ja, ein kleines Überraschungsprojekt. Ich habe lang mit mir gehadert, was ich denn nach Callisto-Protokoll mache. Wir haben jetzt Silvester. Ich gehe heute nirgendwo mehr hin. Ich hatte Family war hier. Wir haben geil Fondue gehabt. Jetzt überbrücke ich die Zeit bis Neujahr, weil ich ein bisschen auf Zuckermaus Acht gebe wegen den Knallern und so. Einfach indem ich spiele und zocke. Mein Elan, es weiter mit Zord zu probieren, waren halt einfach nicht da. Die gebe ich offen zu, da lasse ich mir dann im Laufe der nächsten Woche was einfallen, wie ich das löse und wie nicht, schaue ich mal. Aber jetzt, warum The Order 1886? Ich weiß, dass das Spiel ziemlich gespaltene Meinungen hat. Es wurde sehr schwach bewertet. Ich weiß gar nicht mehr warum, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur noch im Kopf, dass das jetzt nicht das geilste Spiel am Horizont ist. Aber dass es doch durchaus seine Fans hat und die bis heute eigentlich eine Fortsetzung dieses Spiels fordern. Ich selbst habe es nie gespielt. Das fühlt mich mehr oder weniger blind. Ich habe nur ein Let's Play damals zum Erscheinen gesehen. Und zwar beim lieben Beta-Gott. An dem habe ich mich auch orientiert, wie lang das Spiel ungefähr ist. Denn mein eigentlicher Plan ist, den 16-Uhr-Slot für Hogwarts Legacy frei zu haben. Das funktioniert aber nicht, wenn ich einen meiner anderen Pläne umgesetzt hätte. Ich hatte zum Beispiel erst überlegt, dass ich Dishonored auf 16 Uhr lege, weil das Spiel würde ich super gerne mal spielen. Ich denke, sollte ich einen Slot frei haben, der nicht gerade so völlig außer der Norm ist, also sprich nach dem 13 Uhr Projekt God of War, wenn das mal abgeschlossen ist, wird zum Beispiel nichts Neues um 13 Uhr kommen, außer ich habe irgendwas so Gigantisches, dass ich den Slot brauche an Neuerscheinungen. Es wird noch eine ganze Weile Bayonetta um 18 Uhr kommen. 0 Uhr Projekt wird durch Dead Space ausgetauscht werden. Da wird es eine kleine Lücke geben, die ich gerne in Kauf nehme. 6 Uhr Projekt wird weiter Resident Evil sein. Nach Village kommt dann, das übrigens irgendwie so am 3. zu Ende ist. Da seid ihr nämlich jetzt schon mittendrin Shadow of Rose drin. Ist halt ein bisschen schwieriger mit den Slots, also mal gucken. Mir laufen die Spiele aber ja auch alle nicht weg. Zum Beispiel plane ich jetzt schon längst, auch wenn wir noch an Horizon Forbidden West durchaus lang beschäftigt werden, plane ich schon das Folgeprojekt unter anderem, damit ich so ein Feel-Good-Spiel habe, in das ich immer einsteigen kann, wenn ich Bock habe zu zocken. Jetzt nicht gerade mich wieder dem Horror stellen möchte. Ich denke, es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit The Witcher 3 werden. Das heißt, für alle, die in The Order reingucken und den Mut haben, mit mir hier bei zu sein, die haben direkt schon mal einen kleinen Spoiler bekommen, was nach Horizon Forbidden West kommen wird. Ich habe die ersten beiden Folgen nämlich probeweise von The Witcher aufgenommen und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein neues Langzeitprojekt für uns wird. Aber ja, ich habe gesehen, so 18 Parts hat es ungefähr. Ich brauche vom 11.01. an bis, ich weiß jetzt gar nicht, 7. oder 10. Ich muss mich da vom Embargo her nochmal schlau machen. Ich selbst darf Hogwarts Legacy ja schon am 7. spielen. Aber ob ich es auch am 7. zeigen darf, halte ich für zweifelhaft, weil für die normalen Spieler, die eben nicht den 72 Stunden vorweg Dings haben, können das ja auch erst am 10. sehen, also kann es sein, dass wir erst am 10. starten. Bis dahin sollten wir The Order aber locker durch haben. Das sind ungefähr dann 20, 25 Parts, die ich abdecken muss. Ich habe es nicht komplett gezählt. Aber ja, jetzt habe ich viel geredet, schon 4 Minuten. Ich setze die 4 Minuten natürlich hinten dran. Das sollte nicht das Thema sein. Aber jetzt kommen wir mal zu The Order. Ich sollte vielleicht auch einfach mein eigenes Infovideo dazu machen, anstatt das in einem Plan vorweg zu labern. Was habe ich euch zu The Order 1886 zu sagen? Entwickelt wurde das Ganze von Ready at Dawn. Die haben mir ehrlich gesagt gar nichts gesagt. Ich habe mal reingeguckt, was die gemacht haben. Die waren unter anderem für die God of War PSP-Spiele da. Irgendwie auch für Okami. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht mal sicher.
ob die wirklich komplett Okami gemacht haben oder... Oder, nur an der HD... An der HD-Dings beteiligt waren. Lasst mich mal einmal kurz nachschauen. Entwickler Capcom, Clover. Ja, die sind dann nur mit dabei, nehme ich mal an, für die HD-Version gewesen. Oder eine der Versionen eben. Denn sie haben auch die Collector's Edition von God of War rausgebracht für PlayStation und 4. Nee, PlayStation und 3. Das heißt, das ist mehr oder weniger, glaube ich, ihr erstes eigenes großes Projekt. Ist ein Sony-exklusives Spiel, kam auf PlayStation 4 raus und das im Jahre 2015. Hat also schon ein bisschen was auf dem Buckel. Muss nichts heißen. The Evil Within hat auch ordentlich was am Buckel, was die Jahre angeht und ist trotzdem gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage gerne vorweg, bevor wir das jetzt starten, hat es jemand von euch selbst gespielt oder als Let's Play gesehen oder ist es für euch blind? So wie für mich. Ich kann mich an das Let's Play von Betagod wirklich gar nicht mehr erinnern. Überhaupt nicht mehr. Ich weiß eigentlich noch nicht mal mehr, worum es geht, außer um irgendeinen Geheimbund. Yay! Und warum? Und dann finden wir jetzt einfach gemeinsam raus, was Sache ist. Also, fangen wir mal an. Neues, ne, erstmal in die Einstellung. Warte mal, wie viel habe ich jetzt verquatscht? 6 Minuten, also kriegt ihr 6 Minuten mehr an diesem Part. So nett bin ich. Nee. Nicht die Steuerung, die wird mir noch früh genug erklärt. Ich will die Anzeige haben. Nein, die will ich doch nicht haben. Ich will das Spiel haben. Schwierigkeit, Mittel, Zielhilfe. Untertitel in jedem Fall ein. Ach, das ist jetzt über. Ich lasse die Zielhilfe mal erst ein. Nicht, dass das wie in Resident Evil, in The Evil Within auf einmal heißt, dass das Fadenkreuz in der Mitte nicht mehr zu sehen ist. Das ist für einen Controller-Mensch einfach unmachbar. Na, ansonsten stelle ich die Zielhilfe halt aus. Das ist kein Thema. Jo, bitte neu speichern. Und jetzt seid einfach live mit dabei. 7 Minuten. Ich packe 7 Minuten auf meinen Timer drauf. 12 und 7. Ich stelle mich jetzt auch gleich mal aus. Ich nehme mal, wir kriegen genug. Ja. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Vielleicht. Wie wär's mit einem Nachschlag? Wenn man keinen Bock auf Waterboarding hat, einfach direkt ins Wasser. Ich hab gerade erst angefangen. Hör ich da Kratos stöhnen? Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Hoch mit dir. Komm schon. Süße Träume, Mann. Oh.
Ich hätte schwören können, der hat Kratos Stimme anhand des Stöhns. Wenn das stimmt, hat er schon jetzt gewonnen. Zeit für ihr Morgenbad, Milord. Einmal ein Ritter. So weitermacht, hält er nicht mehr lange durch. Tag im November 1886. Ja, so weit konnte ich nicht. Ich glaube, wir sind in London. Na, ja, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Du bist ja schon so weit. Oh, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Das ist, Erens Stimme von der Wache. Oh, 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 oh. Hast du kleiner Scheiße? Der kleine Scheiße hat was drauf, oder? Oh Gott! Heftiger Dude. Ey, nimm dir die Schuhe. Ah, okay, I see. Ich erkenne da Muster aus Until Dawn und Co. wieder. Das ist Kratos Stimme, Leute. Jeder, der God of War gespielt hat, kennt dieses Stöhnen. Kann ich irgendwas an Ressourcen schon direkt mitnehmen? Oh, ich kann mich einblenden. Ja geil, der hat schon jetzt gewonnen bei mir, ehrlicherweise. Oh nein. Halt durch. Wir kommen bestimmt irgendwie hier raus. Okay. Aha. Er kann sich schnell... Oh, warte doch mal. Kratos, warte. Ich kenne deinen Namen doch noch nicht mal. Warte mal, ich wollte wissen, was hier ist. Gar nichts. Ich konnte da einfach nur so hinwatscheln. Okay. Wieso will ich in meine Zelle zurück? Das war noch gar nicht finished, okay. Keine Patronen? Ich und mein Glück. Ja, es ist die Kratos-Stimme, Leute. Jetzt confirmed. Ich habe genau 2 Schuss. Oh, das ist bitter. Naja, was soll's. 2 Schuss sollten trotz allem reichen. Gar nichts. Mach doch. Also diese Wachen sind richtig gut, ne? Was war das denn? Ach, egal. Wir spielen gerade so schön Karten. Lass uns morgen früh nachgucken gehen. Kannst du schneller krabbeln oder bist du zu schwer verletzt dafür? Ich frag nur Fragen. Wer ist da?
Niemand. Was höre ich da im Hintergrund? Das klingt nicht menschlich. Er hat ihn gebissen. Er hat ihn gebissen. Geht es um Werwölfe? Ja, der Informationsspiegel hat sich auf dem Rücken des Spiels nicht durchgelesen, worum es geht. Wirklich gar nicht. Ich wollte mich überraschen lassen. Komm schon, wir müssen ein bisschen beeilen. Junge, wie willst du so rauskommen? Ich frage nur Fragen. Kannst du von der Mauer weg? Oh no. Hi. Hello. In Ordnung, Mann. Kein Wort. Rein. Zumachen. Lass uns doch erstmal reden. Immer dieses, lass uns doch erstmal reden. Ich hab keinen Bock zu reden. Kann ich? Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Ich bin berühmt. Hier führt nur ein einziger Weg raus. Ja? Und? So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Ey, die Zähne, wie so eine Bestie. Du kommt nie verlassen. Halt dein Maul. Schon gut, schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Ich würde dieses Maul nicht so weit aufreißen. Sag's ja nur. Bewegung. Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute, wow! War gut? Nein! Aua! Scheiße, ich habe das Quicktime-Event verkackt. Kann ich bitte... Was denn? Der ist aber ziemlich stark dafür, dass der so schwach ist, ne? Oh, da muss ich aber ordentlich drauf pumpen. Er läuft blau an. Okay, er braucht nicht mehr blau anlaufen. Ergeben Sie sich, Monsieur. Ein Franzose! Das war mein letzter Warnschuss. Seit wann sind Franzosen so höflich? Ah, er guckt ja regelrecht enttäuscht. Schalte ich mich jetzt aus, oder? Ich glaube, das sieht nach Zwischensequenz aus. Oder nicht? Oh. Lauf! Lauf, der Franzose! Lauf, den da! Ich will die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf. Sofort die Hände hoch. Die Hände hoch. Hände hoch. Gray? Tu das nicht. Ich sagte aufgeben. Na gut, wenn es so ist, habe ich aber keine Wahl. Hände an den Kopf. Er macht's Sie nicht. Sie haben den Orden betrogen. Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Lord Kanzler? Ich bin doch schon so gut wie tot. Die Stimme von ihr erkennt man auch. Die ist ziemlich bekannt. Order 1886. Wenn man Dragon Ball Z geguckt hat, weiß man, dass es Bulmas Stimme ist und auch so ist die
bekannt wie ein bunter Hund, die Stimme. Viel in Videospielen, General, aber auch viel im Generellen. Bestätigt, Galahad, hier Zentrale. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf frei. Immer ein Ritter, Kapitel 1. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovner Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? 12. Tag im Oktober 1886. Und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Sully! Sully, identifiziere das Indienhaus. Okay. Das große Gebäude da? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Hui. Jetzt genug. Hör auf, die Waffe anzukommen. Aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stößt du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Galahad Ende. Galahad, wir haben einen ziemlich epischen Namen, ne? So, wo kann ich jetzt hin? So, einfach krass da. Er will nicht schneller gehen. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, dass das Ganze sehr cineastisch angelegt ist. Ich bin mir aber nicht so sicher. Wirkt im Moment schon sehr danach. Schicke hier. Nein, doch so nicht. Die Couch war schick. Mehr war hier auch nicht schick dran. Puppen. Wer möchte Puppen haben? Ich nicht. Nach Shadow of Rose habe ich das Puppen satt, ey. Triff dich mit Igraine. Morgen. Hello. Nein? Na gut. Was haben wir denn da? Whitechapel. Mysteriöses Verschwinden in Whitechapel. Ein sehr klassisches, beliebtes Motiv, meine ich. Ah, da kann ich die Treppe runter. Was mache ich denn? Er summt beim Putzen und das Haus ist dreckig wie Sau. Keine Prioritäten hier. Was? Ach so, ist okay. Es ist tatsächlich sehr ähnlich wie Until Dawn. Hallo! Und doch sehr anders. Faszinierend. Ey, hier sind so viele Leute, die am Putzen sind und dieses Haus sieht aus wie Sau. Oh. Okay. Falsch. Was hier? Oh, nee, das ist auch falsch. Fotomodus. Es gab damals schon Fotomodus. Wenn mir wie. Nein? Ah, Archiv, doch richtig. König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Ach du Scheiße, meine Augen kriegen das nie im Himmel gelesen. Es geschah in den Tagen des Uta Pendragon, als er König von ganz England war und Alda regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagiel. Eines Tages also entbot König Uta diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großem Herrn beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr und er fiel in Liebe zu ihr. Und er nahm sie als eine sehr gute Frau und wollte dem König was? Und er nahm sie beide über die Maße freundlich auf und begehrte,
bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zum Herzog, ihrem Gemahl, und sagte: Mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir sollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Sir Thomas Mellory, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde um 1470. Oh Leute, die Schrift ist furchtbar zu lesen. Die ist ganz furchtbar zu lesen, Leute. Mir tun sogar die Augen weh, obwohl ich auf meinen Desktop-Bildschirm hier am Laptop geguckt habe. Hier darf ich... Ach, falsche Richtung gegangen. Naja. Er will nicht rennen. Also hier waren wir noch ein ehrbarer Ritter, oder was wir waren. Und da gerade nicht mehr. Auch der klassische Forward-Spin, ne? Ich gehe runter auf die Straße. Du gehst runter auf die Straße. Bestätigt! Er geht aber nicht durch die Tür, wie ich das richtig verstanden habe. Er geht voll cool rüber. Junge, so macht man das aber eigentlich nicht. Kannst du auch schneller gehen oder ist schneller gehen einfach nicht so dein Ding? Ich frage nur Fragen, Galahad. Ich kann mir vorstellen, dass derart Steuerung ein bisschen abschreckend auf manche wirkt. Sie wirkt sehr statisch. Und auch ein klein wenig träge. Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Ja? Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Ich finde es schön, dass sie mir keine Übersetzung anzeigen und ich das eh so schlecht lesen kann. Wo muss ich denn exakt hin? Ich meine, es ist total legitim, hier ein bisschen durch die Gassen zu rennen, um schneller zur Hauptstraße zu kommen. Na, was schmierige Geschäfte machst du? Weiß man nicht so genau. Sie ist erbost. Na gut, dann mache ich jetzt hier den ersten Cut rein. Das war also der erste Part zu The Order 1886. Ich werde, glaube ich, immer nur The Order sagen zum Begrüßen. Das muss reichen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein.